Herzlich willkommen. In der Schiftung unterscheidet man oft zwischen gleicher und ungleicher Dachneigung, zumindest im Schulunterricht. Der Rahmenlehrplan gibt dafür sogar zwei getrennte Lernfelder vor. Und wir gucken uns jetzt mal die Unterschiede zwischen gleicher Dachneigung und ungleicher Dachneigung an, wenn wir einen Gradspan schiften wollen. Ich zeichne hier zunächst einmal zwei Grundrisse. Das sind jeweils halbe Gebäude. Es soll ein Walmdach geplant werden. Und auf der linken Seite soll eine gleiche Dachneigung angelegt werden, auf der rechten Seite dann eine gleiche Dachneigung. Links haben wir sowohl im Walm als auch im Hauptdach eine Dachneigung von 40 Grad, auf der rechten Seite soll der Walmdach dann eine Dachneigung von 60 Grad aufweisen, also deutlich steiler sein. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo da denn die Unterschiede sind. Entstehen. Zunächst einmal lege ich eine gleiche Traufhöhe fest, also sowohl für das Hauptdach und das Walmdach als auch für die beiden unterschiedlichen Gebäudeteile soll die Traufhöhe gleich sein. Und das Hauptdachprofil kann ich jetzt von einem beliebigen Punkt auf der Traufe abtragen mit den 40 Grad. Das ist auf beiden Seiten gleich. Und hier zeichne ich jetzt die halbe Gebäudebreite ein. Die gibt mir dann gleichzeitig auch die Höhe an. Also von der Traufe in den 40 Grad bis zur halben Gebäudebreite. Dann habe ich die Höhe von dem Gebäude. Jetzt habe ich den Dachüberstand eingetragen. Und am Ende des Dachüberstands soll einmal eine Mauer sein und auch meine Fußfette oder Schwelle liegen, die ich hier auch eingezeichnet habe, mit der Oberkante, der Vorderkante, und die Vorderkante habe ich jetzt nach oben verlängert, so dass ich auf der Oberkante des Sparrens die Vorderkante schon mit drauf habe. Die bräuchte ich nachher, um den ab und zu machen auch. So in etwa wird jetzt mein Hauptdachsparren aussehen. Den Abschnitt lasse ich noch weg an dieser Stelle. Den gucken wir uns dann ein bisschen später an, was sich da ein bisschen was verändert. Das sind natürlich zwei identische Profile. Wenn ich jetzt beim gleichgeneigten Dach den Walm dazu zeichne, also das Walmdachprofil, dann ist die Neigung gleich und ich habe die gleiche Höhe von der Schwelle, wenn ich auch den gleichen Dachüberstand haben möchte. Lediglich die Fußfette läuft im Hauptdach und nicht in das Walmdach hinein, es sei denn, sie läuft ja tatsächlich ein bisschen weiter, dann wird sie beim Mittelschifter noch mit eingezeichnet. Das ist aber was nachher im Grund passieren sollte. Also zwei fast identische Profile, Hauptdach und Walmdach. Bei dem rechten Gebäude haben wir jetzt das Walmdach mit einer Neigung von 60 Grad. Die Fürsthöhe ist dabei gleich. Sowohl beim rechten als auch beim linken Gebäude. Jetzt zeichne ich hier ein bisschen die Unterkante an. Wenn man jetzt die gleiche Schwellenhöhe annehmen würde, dann würde der Dachüberstand hier deutlich kleiner werden beim Walmdach. Dieses Stück. Wenn man den Dachüberstand gleich haben möchte, dann ändert sich die Schwellenhöhe. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der Dachüberstand gleich bleiben soll und sich dementsprechend die Schwellenhöhe ändert. Das ist aber etwas, was man sich aussuchen kann, beziehungsweise was vorgegeben sein muss. Wenn ich jetzt
die Dachausmittlung erstelle und von oben auf das Dach drauf gucke, dann ist die halbe Gebäudebreite das gleiche wie das Ausstellmaß bei der rechten Seite. Bei der linken Seite habe ich dieses Ausstellmaß hier unten und das ist deutlich kleiner als die halbe Gebäudebreite, also würde das in der Dachausmittlung ungefähr so aussehen. Das Ziel sollte es ja sein, einen Gradspann zu shiften und da sieht man hier den Grund, der quadratisch ist und auf der anderen Seite den Grund, der rechteckig ist, also zwei unterschiedlich lange Seiten hat. Was das für eine Auswirkung hat, das sehen wir dann später nochmal. Schauen wir uns die Abschnitte an, die am Hauptdach und am Walmdach Sparren angefertigt werden müssen. Hier einmal ein rechtwinkliger Abschnitt, da ist überhaupt gar kein Problem. Das sind sowieso die gleichen Profile bis auf die Firstfette. Und wir kommen hier auf eine gleiche Höhe an der Gebäudewand. Wenn wir uns jetzt das Gebäude mit der ungleichen Dachneigung angucken, so weit sind wir noch gar nicht. Die Stirnbretter haben demnach auch die gleiche Unterkante, wenn sie gleich breit sind. Wenn wir uns das Ganze bei ungleicher Dachneigung angucken, hier haben wir den rechtwinkligen Abschnitt auf der einen Seite am Hauptdach. Und wenn wir jetzt den rechtwinkligen Abschnitt auch am Walmdach haben wollen, die Mauer vergessen. So, jetzt haben wir den Abschnitt auch am Walmdach. Dann sieht man, dass man eine unterschiedliche Höhe hat hier. Und dann laufen die Stirnbretter auch auf einer unterschiedlichen Höhe, wenn man die gleich breit wählt. Und die laufen ja am Gradsparren dann nachher zusammen. Und das möchte man eigentlich vermeiden, dass man da unterschiedliche Höhen von den Stirnbrettern hat. Betrachtet man jetzt nur den Winkel, der unterhalb von der Traufe ist, dann müsste der gleiche Winkel angelegt werden. Hier. Und dann kommt man wieder auf die gleiche Höhe. Das wäre jetzt ein Anpassen vom Walmdach an das Hauptdach. Das Problem ist, dass man jetzt hier einen deutlich größeren Winkel als 90 Grad hat und dass das nicht ganz gefährlich aussieht. Aber die Stirnbretter sind schon mal auf einer Höhe. Was man jetzt machen kann, ist, dass man das vermittelt, nämlich die Hälfte von dem Winkel, der größer ist als 90 Grad, geht man wieder rein und hat dann ein gleichmäßige Abschnitte am Hauptdach und am Walmdach. Am Walmdach etwas über 90 Grad, am Hauptdach etwas unter 90 Grad. Das ist dann ein ausgemittelter Abschnitt und der führt dann auch zu einem ausgemittelten Hexenschnitt. Dazu kommen wir in einem späteren Video. Das ist also einer der Unterschiede bei der Shiftung, wenn man keine gleiche Dachneigung hat. Das Ganze kann man jetzt in die Shiftungszeichnung übertragen. Dazu mache ich eine Skizze. Hier jetzt einmal das Quadrat im Grund, da wo der Gradspann drin läuft und genau darunter angeordnet das Profil. Die Profile sind ja fast identisch bis auf die Fette. Und mehr braucht man tatsächlich auch nicht, weil der Gradspann ganz symmetrisch ist. Das heißt, die rechte Seite sieht genauso aus wie die linke Seite und wir brauchen hier tatsächlich nur ein Profil und können alles an der Achse vom Gradsparren spiegeln.
Bei der ungleichen Dachneigung sieht das ein kleines bisschen anders aus. Wir haben nicht mehr den quadratischen Grund, sondern wir haben hier den rechteckigen Grund, aber mit dem Ausstellmaß und der halben Gebäudebreite. Da läuft dann der Gradspann rein. Ich habe hier nochmal Trauf und Fürst dran geschrieben. Dann haben wir hier einmal das Walmdachprofil mit den 60 Grad Dachneigung und auf der anderen Seite das Hauptdachprofil mit den 40 Grad Dachneigung. Und der Gradspann ist nicht mehr symmetrisch in dem System. Das heißt, wir müssen tatsächlich die einzelnen Vorderkanten aus den Profilen rüberwinkeln und haben das nicht mehr symmetrisch zur Mitte vom Gradspann. Das ist der Hauptunterschied. Unter anderem kommt dann auch eine Gradgrundverschiebung zustande. Und wie das funktioniert, zeige ich in einem der nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zusehen.